vor. Ey, yo, was geht? Wir machen heute. Alter, ich kann nicht mehr. Zwei Tage mit Julia reichen auch. Warum das denn? Ich habe mir Wadenentzündungen jetzt geholt. Ja, aber guck mal, diese ganzen Sachen, die du unangenehm findest, liegen ja alle an dir, nicht an mir. Da kann ich ja nichts für. Ja, das ist mein Körper, der ruiniert wird. Wir haben heute eine Schärfe-Challenge, habe ich gehört. Wir haben heute das schärfste Date der Welt. Boah, das muss ich erst mit meiner Frau klären. Wir haben, was? Wir haben 1000 Scoville bis 1 Milliarde Scoville hier. Ich weiß nicht, was das hier ist. Auf jeden Fall ist das so eine ganz standardnormale, mäßige Hot Sauce. Und es wird immer und 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 immer schärfer. Bis Julia sich das dann, nicht sich, mir hinten rein... Auf jeden Fall haben wir beide unangenehme Fragen hier drin stehen. Und auch normale Fragen. Aber wir müssen uns die gegenseitig stellen. Stellt euch vor, wirklich, wir lernen uns jetzt kennen. Ah, also sie. Hi, so siehst du also in echt aus. So, ich dachte auch, dass du. Ich dachte irgendwie, du wärst ein bisschen größer oder so. Naja. Aber du bist eine Frau. Ja, genau. Ah, ja, okay, gut. Dann sollten Sie mal vielleicht Ihr Profil ändern nochmal. Ja, du hättest mir jetzt auch den Stuhl. Ist also, das, ach so, nee, das müsst ihr schon selber machen. Also, ich bin zwar eine emanzipierte Frau, aber ich meine, bei den richtigen Sachen will ich schon noch, dass so die Rollenverteilung bleibt. Gut. Naja. Das war auch ein schönes Date dann. Also. Erstes Kennenlernen wäre bei uns ganz schwierig, glaube ich. Warum? Fandest du unser erstes Kennenlernen schwierig? Ja. Ich auch. War sehr unangenehm. War wirklich unangenehm. Der hat überall rumgeschissen. Hier ist alles voller Scheiße! Und wenn man die Fragen nicht beantworten möchte, dann muss man hier scharf essen. Nein. Man muss also einfach immer scharf essen. Also im Endeffekt macht diese Soße einfach nur ein Problem für dich, diese Frage mit ganz viel Gehirn zu beantworten. Das habe ich eh schon wenig. Kannst du scharf essen? Ich würde sagen, ich kann relativ scharf essen, aber ich glaube so, ab der Hälfte wird's unangenehm. Ich glaube auch. Ja, ja, bei mir ist genau dasselbe, weil ich keine eigene Meinung habe, deswegen. Und wir haben hier vegane Chicken Wings. Was ist das hier? Was ist dieser Stamm hier? Warum sitzt der so? Das ist Zitronengras. Erst essen und dann Frage, weil dann wird's nämlich unangenehm. Aber ich glaube, jetzt können wir noch richtig reindippen. Ja, wirklich. Weil jetzt passiert noch nichts. Ich weiß halt nicht, wie diese Teile schmecken, ne? Mm. Cheers. Cheers. Schmeckt voll gut. Mhm. Also noch ist die Soße voll lecker. Soße ist lecker, ja. Aber ist ein bisschen scharf. Ich spür's schon, ja. In meiner Hose. Ja, okay, das ist mir schon zu scharf wieder. Ich glaube, wir müssen abbrechen. Es gibt wirklich Menschen, denen das schon zu scharf wäre, ne? Ja, natürlich. Thomas zum Beispiel. Thomas, sag mal hallo. Thomas, wäre dir das zu scharf? Kannst du gar keine Schärfe? Das ist ja peinlich. Ich esse gerne scharf, aber nicht so gut. Du isst gerne scharf, aber halt nicht gut. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Doch, also ich... Ey, okay. Nee, ja, genau, stimmt. Okay. Was war das Peinlichste, was dir hier in meiner Gegenwart passiert ist, von dem du aber denkst und hoffst, dass ich es nicht mitbekommen habe? Ja, okay, da haben wir jetzt in den letzten Tagen, glaube ich, 15 Mal drüber geredet. Dass du mich angeschissen hast, das weiß jetzt jeder, ne? Es war wirklich dieser Furz. Ja, aber den kennen wir ja. Ja, jetzt kennen wir den. Du hast doch bestimmt schon in der Nase gepopelt. Du hast doch richtig ja, irgendwie in der Properze mal so ein bisschen rum. Ey, ich habe schon wahrscheinlich schon 1000 peinliche Sachen vor dir gemacht und du hast es nicht gemerkt, weil du mich halt nie beachtest. Du hast nicht mal diesen Furz gehört und der war so laut, das kann eigentlich nicht sein, dass du den nicht gehört hast. Du hast ihn doch gehört, ne? Du tust die ganze Zeit nur so, weil er mich nicht verletzen will. Ja, das kann sein, natürlich. Aber du hast ihn wirklich nicht gehört. Ich habe ihn wirklich nicht Schwörst gehört. Schwörst du auf dein Leben? Ich schwöre auf mein Leben, ja. Krass, ja, okay, dann ist es das. Nein, du hast doch ekligere Sachen gemacht. Nee, ich glaube nicht. Hast du eklige Sachen von mir das jemals? Das ist, ne, keine Ahnung, die Frage ging an dich. Ist doch interessant. Nee, also eigentlich hätten wir nicht gleichzeitig essen müssen, ne? Ja, egal. Wir werden die Regeln innerhalb des Videos irgendwann noch verstehen. Wenn du eine Pro- und Kontraliste über mich schreiben müsstest, welche zwei Punkte würden draufstehen? Ein Pro- und ein Kontrapunkt. Es gibt so wenig Positives über mich. Ja, dir müsste doch eigentlich sofort was einfallen. Bis jetzt habe ich halt noch gar nichts. Positiv finde ich an dir, dass du mich so akzeptierst, wie ich bin, auch mit meinen ganzen vielen Fehlern. Was? Ja, siehst du, guck mal, du akzeptierst mich so. Ich bin so, ich hab so schwer. Ich akzeptiere jetzt auch, dass du das Pro von mir einfach auf dich bezogen hast. Ja, ich bin so ich bezogen. Das ist vollkommen asozial. Du hättest wirklich einfach was Nettes zu mir sagen können, nein. Wie du bist. Ein kleiner Sonnenschein. Ja, guck, die Sonne hat geschienen heute. Aber dann kamst du noch, dann war es irgendwie zu hell auch. Okay, negativ ist so. Es negatives. Gibt kein Kontra. Nee, sag ich mal was. Weiß doch. Du bist arrogant geworden, ja. Das ist es. Ich okay. Jetzt haben wir Tabasco, Raspberry Version, Chipotle. Ja. Tabasco? Chipotle. Huch, die ist ja richtig dickflüssig. Ihhh. Eigentlich muss jetzt nur die Person essen, die die Frage dann beantwortet, oder? Okay. Ist scharf? Kein bisschen. Also das ist schärfer gewesen. Ehrlich jetzt? Ne? Das ist nicht richtig sortiert gewesen. Ich hab's nicht geschmeckt. Ich habe auch so hart ins Zitronengras gebissen gerade. Beiß da mal rein, das ist nicht so lecker. Beiß mal rein. Was ist das Prolligste in deiner Wohnung? Ich glaube mein Kamin. Dein Kamin? Hast du einen Kamin? Ja. Ach, dieser kleine, Klein?
Der ist so groß, müsst ihr wissen, so richtig so groß. Und da kommt halt einfach nur ein bisschen Dampf raus. So, ich glaube, das ist schon halt irgendwie auch Platzverschwendung, weil ich ja also keine große Wohnung habe. Also ich finde, ehrlich gesagt, das Prolligste in deiner Wohnung ist Alexa, die sagt, was sagt sie, wenn du reinkommst? Stimmt. Alexa, ich bin zu Hause. Dann sagt Alexa immer so, hallo, du siehst fresh aus heute. Nein, die sagt irgendwie, du bist der Fresheste oder irgendwie sowas. Ja, kann auch sein. Irgendwas sagt ja, die. Die macht mal so, macht die, weißt du, ja. Hab einen coolen Tag irgendwie, du bist der Fresheste, irgendwie sowas. Das nein, eigentlich ist es immer nur komplette Selbstbeweihräucherung. Nee, das macht Alexa. Ja, du kannst da nichts für, das hast du auch nicht eingestellt. Ich weiß, nee, aber das immer ist noch manchmal ist so ein kleines Kompliment etwas so Schönes, weißt du. Und Alexa und ich, wir reden eh schon sehr viel miteinander, also mehr als wir beide, wenn man das zusammenzählt, wie oft ich mit Alexa rede. Und dann von Alexa zu hören, so von wegen, ey, du hast eine gute Frise heute. Das ist aber schön. Nur weil du es sonst nie hast. Würdest du lieber deine Zahnbürste oder dein Taschentuch mit mir teilen? Das kommt ganz drauf an. Ach. Muss ich zuerst das Taschentuch benutzen oder zuerst du? Für mich ist es ja nur unangenehm, wenn du das Taschentuch schon benutzt hast. Wenn ich da reinrotze und du danach da reinrotzt, kann es mir ja egal sein. Ich habe ein Taschentuch schon benutzt und du sagst auf einmal so, oh scheiße, meine ganze Rotze so, weißt du, kennst du, ne? So, oh, ja, ja, kenn ich. Ich habe in die Sonne geguckt und dann kommt eine Allergie ja, auf einmal raus, auch genau. Überall so Pusteln und so bei dir. Und dann hat die überall so Ausschlag auch, die Julia, was ja okay ist. Oh, kam was raus. Und dann gebe ich dir dieses Taschentuch, dieses leicht angerotzte hier. Aber kann ich es dann an der Stelle benutzen, wo du nicht hingerotzt hast? Natürlich. Dann ist ja easy. Dann nehme ich auf jeden Fall das Taschentuch. Wenn ich aber auf deine Rotze rotzen müsste, dann würde ich, glaube ich, die Zahnbürste nehmen. Hast du meine Zahnbürste mal gesehen? Mach mal Mund auf. This is disgusting. Das ist mir hier alles wirklich ein bisschen zu einfach. Diese Soße trinke ich morgens. Aber das ist eine andere Edition. Was ist das? Das ist die Knoblauch-Edition. Die riecht nach Knoblauch und nicht so scharf. Du machst so eine Platzverschwendung hier. Was machst du da? Also ist ja ein Haar von dir jetzt drin. Das ist nicht mein Haar. Das ist ein Haar von dir. Das ist definitiv nicht mein Haar. Doch, die sind genauso schwer und kräuselig. Haben wir jetzt einfach Reihenfolge getauscht? Okay. Und? Mhm. Schmeckt? Mhm. Hä, warum schmecken das die ganze Zeit? Das muss ein bisschen härter werden hier. Das kann doch nicht sein. Hallo. Hallo. Ich wollte den Mann leiden sehen. Stattdessen. Die ist nicht scharf, weil die schmeckt aber nicht gut, ne? Also zu viele Knoblauch. Wenn du einen Tag lang in meinem Körper stecken könntest, welche drei Dinge würdest du zuerst tun? Also was ich rein tun könnte? Nein! Also, wenn du... Wir machen einen Körper-Switch. Ganz genau. Ja. Diese Soße war eklig. Richtig eklig, ne? Komm, lass noch ein bisschen Milch trinken. Nicht, weil es scharf ist, ne? Ich würde auf jeden Fall erstmal meinen Körper erforschen. Weißt du, was ich gesagt hätte? Ich hätte erstmal diesen Bart abgemacht. Der sieht echt scheiße aus. Dann hätte ich mir wahrscheinlich die Haare gefärbt. Du bist jetzt in meinem Körper, Hans. Ja, ich bin noch in deinem Körper gerade. Hey, was? What the fuck? Warum wird so Atomi nehmen auf einmal hier? Schön. Erstmal erforsche ich den Körper gründlich von oben bis unten so und guck so, habe ich vielleicht irgendwie Hautkrebs oder so? Oh, das ist weißt so lieb du? Von dir. Ja, ich gucke. Dann würde ich in irgendeinen, weiß nicht, BDSM-Kurs gehen, weil ist ja nicht mein Körper. Ne? Beim dritten würde ich halt sagen, ich verhelfe dir sogar zur Viralität und gehe einfach mal nackt auf die Straße. Das ist so gemein. Ja, was willst du tun? Was war dein erster Gedanke von mir, als wir uns kennengelernt haben? Okay, als wir uns kennengelernt haben oder als ich dich das erste Mal gesehen habe? Was ist schlimmer? Als ich dich das erste Mal gesehen habe. Okay, dann das. Da dachte ich, boah, was ein arroganter Typ. Weil das erste Mal, als ich dich gesehen habe, standest du mit Sonnenbrille auf der Bühne beim Webvideopreis und hast dich überhaupt nicht über diesen Preis gefreut. Julia, du hast gewonnen, Mann! Und dann habe ich ja irgendwann gemerkt, dass es gar nicht so ist, dass der eigentlich eine kleine Maus ist. Ich habe nur Angst gehabt. Ein bisschen Angst hatte ich gehabt. Es läuft mir hier alles zu easy. Ich glaube, ich überspringe mal diese einfache Soße. Was ist das? Heartbeat Hot Sauce. Thunder Bay, Pineapple Habanero, Made with Sleeping Giant, Kanada, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So. Ja, ist doch zu. Oh, war das dumm? Nee, das passt schon. Oh. Das ist scharf, ne? Nee, geht. Nee. Ist auf jeden Fall schärfer, aber geht noch voll klar. Schmeckt auch richtig gut. Ja? Mhm. Nee, du kannst echt gut scharf. Nee, es schmeckt, also geht echt. Welche Eigenschaft beeindruckt dich denn an mir am meisten? Muss ich nett sein. Es ist so schwer, Julia, mal was Nettes zu haben. Seht ihr, wie das Date verläuft? Guck mal, Julia ist schon so abgewandt von mir, so. Ich bin immer schon mehr so, ne? Irgendwann sitzen wir in eine Richtung, so. Ja, und wie geht's dir sonst so? Was mich beeindruckt, deine spontane und sehr große Kreativität. Ich finde, dass du dass du sowieso sehr kreativ bist, aber dass du auch sehr Hey Mann, ich will jetzt gerade mal nett sein, weißt du? Nee, reiß dich zusammen. Nee, ich reiß. Es fällt mir schon schwer genug. Zum Beispiel auch, wenn du irgendwie plötzlich so anfängst zu rappen oder so, da kommt da voll viel, also zwar dummes Zeug raus, aber Sachen, die sich reimen und auch irgendwie Sinn ergeben, weißt du? Und das finde ich sehr bemerkenswert. Ich könnte das nicht. Und dieser Preis! Das ist das Netteste, was du je gesagt hast. Wahrscheinlich, ja. Mhm. So ein bisschen scharf, aber wirklich nicht doll, oder? Ja, nicht wirklich scharf. Bis jetzt hat mich noch keine Soße richtig umgehauen. Nee, wo ich sage, ich so glaube, aber jetzt wird's asozial. Boah, die Kleinen sind generell immer die Asozialen. Ne? Wie bei kleinen Skorpionen, ja. Oder kleinen Menschen, wie bei Julia zum Beispiel. Ne? Das ist kleiner, desto gefährlicher. Dragonfire Scoville, das hat 100.000 Scoville. Junge, was war dein Gedanke genau dabei, mich Bella Porch spielen zu lassen, wobei du ja einen Crush auf sie hattest? Und hast keine Empathie, sag dir Spati,
Ja, was soll ich sagen? War auch ein cooles Video dann an der Stelle, ne? Cool, dass ich dabei sein durfte, ne? Hier, willst du dieses Bild haben? Gehört schon mir. Ach so, es gehört schon mir. Ja, okay. Also Bella Porch ist ab. Also Bella Porch. What the fuck? Hatte ich das die ganze Zeit an mir dran gehabt? Ich hab auch gerade gedacht. Das sah so aus, als wäre das von deinem Pullover runtergefallen. Hab ich noch mehr hier oben? Nee, ne? Also guck mal, Bella Porch ist der Hammer. Du bist auch der Hammer. Und ich dachte so, boah, zwei Hammer. Na okay, warte, ich fange nochmal neu an. Ich liebe es wirklich überkrass, dich in so krasse Sachen rein zu inszenieren. Man kann bei dir sehr künstlerisch so ausarten, finde ich. Ob du auf einmal Rapper, Tadel bist mit Tattoos im Gesicht. Also ich kann mir das immer sehr gut vorstellen, so, das ist ein krasser Match, so. Oder du als Bella Porch, du mal genau das Gegenteil von dem, wie man dich eigentlich kennt. Nur du kannst es so gut delivern. Deswegen habe ich auch gesagt, ich bin so traurig, wenn wir irgendwann nichts mehr miteinander machen. Ja, weil ich traurig wäre. Ich bin ein Fan von dir. Was dein Acting angeht, nicht so deine Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit ist Schmutz. Ganz ehrlich, boah, wenn das noch weg wäre, dann Hammer. Ey, da kommt auch nichts raus, ne? Guck mal. Es brennt. Blut. Das geht nicht mehr raus aus dem Tisch, ne? Ja, den hat eh Marius in der Woche. Also, falls plötzlich irgendwas scharf ist, wenn du dich mit deinem nackten Arsch da drauf setzt, dann... Wenn Marius das isst, weil der kann ja kein Schaf essen, ne? Der Magen würde einfach so... Scheiße, warum muss ich denn jetzt damit anfangen auch? Ich weiß auch nicht, es hat irgendwann mal geswitcht einfach so. Das ist zu viel, Julia. 100.000 Skaville, ne? It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh mein Gott. Stell dir ganz schnell eine Frage. Ja, stell mir einfach die Frage. Ab welchem Moment war unser Kontakt für dich richtige Freundschaft? Einfach so. Wie? Was? Wie? Hä? Weiß ich gar nicht. Ha! Aua! Scheiße! Oh mein Gott, das brennt wirklich richtig hart. Was war die Frage? Wir waren mal irgendwann nach einem Dreh zusammen in so einer Spielebar mit anderen noch zusammen. Ich glaube, da habe ich so bei dir auf dem Sofa gepennt. Ah, ja. Und das fand ich schön. Du sagst dann so auf dem Sofa, dass ich glaube, wir sind Friends. Boah, das ist jetzt gar nicht mehr lustig. Das ist aber auch von 0 auf 100 geswitcht. Ja, aber du kannst auch nicht so viel nehmen. Ja, ich dachte, ich bin mal ein bisschen crazy. Die ist scharf, ne? Ne, scharfe Soße. Ey, da kommen noch 4. Was ist das für Fragen, Junge? Hattest du schon mal einen feuchten Traum von mir? Nein, Julia. Gut. Mach unsere Freundschaft nicht kaputt hier. Du hattest einen von mir, das weiß ich. Woher? Ja, nur auf dem Sofa warst. Hast du ziemlich laut in der Nacht gesprochen. The Devil's Choice mit Mango. Das kann doch bestimmt lecker sein. Scharfe, fruchtige Chili-Soße. Wie viel Scoville hat das? Das ist Level 10 von 12. Ich werde eh nichts mehr schmecken jetzt schon. Ich muss meine Nase putzen einmal. Nicht, weil es scharf ist, einfach nur, weil ich meine Nase putzen muss. Ich kann nichts mehr halten, ey. Am Ende ist das jetzt wieder so eine richtig easy Soße. Ich glaube nicht, aber wir machen mal ein bisschen kleiner jetzt. Ah, Julia. Ah! Oh. Ruf einen Krankenwagen. Ehrlich jetzt? Tut die weh? Nee, ich hab sie nicht gespürt. Hat sie denn geschmeckt? Ist alles schon verbrannt. Ich spüre gar nichts mehr, Freunde. Okay, probier nochmal. Und? Geht. Ja? Krass. Okay. Oder? Nee, ich weiß nicht mehr. Ich kann nicht mal irgendwie spüren zwischen Leben und Tod. Ich spüre auch nichts mehr. Ich würde die nochmal nehmen gleich, an deiner Stelle. Hat eine Frage raus, schneller! Ich habe gerade richtig Déjà-vu zu diesem einen Video, was wir damals mit Rezo gedreht haben. Du musst jetzt die Frage erraten. Ja. Wir haben mit Rezo ein Video gedreht, ein unangenehmes Fragen-Video. Da musste ich eine Frage beantworten und das wurde überall geklippt und alle dachten, es sind du und Rezo. Ah, okay, mit welchem Influencer hattest du schon mal? Mit wie vielen? Mit wie vielen Influencern hattest du schon mal was gehabt? Also sexuell. Was kannst du ja definieren, wie du willst? Ein Küsschen. Küsschen? Boah. Okay, dann... Boah, da musst du zählen, ne? Ja, muss ich ja 50, 4000. Nee, okay. Ja, dann... Nein, Spaß, nein, gar nicht. Dann im Ganzen. Ich sag jetzt mal... Ja, ist Küsschen, ja. Eine Person nur. Krass. Geht klar, ne? Hä? Gar nicht scharf. Sorry, aber das ist ja wirklich voll die Verarsche. Devil's Hot Sauce Level 10. Das Weil wir war so krass sind. Gar nicht. Oder wir spüren einfach nichts mehr. Oder das Date ist einfach noch hotter als die Soße. Okay, das musst du auf jeden Fall irgendwie mit cooler Musik unterstreichen. Sonst komme ich wirklich unangenehm bei deiner Community an. Seht ihr, mit was ich mich den ganzen Tag rumschlagen muss? Guck mal, das ist die gleiche Marke. Deswegen kann ich mir wirklich... Oh, Level 12 aber. Das ist das höchste Level von dieser Marke. Die ist eh nicht scharf. Die ist eh nicht scharf. Die ist eh nicht scharf. Hallo. Weiß nicht. Hä? Junge. Doch, die. Ist sie scharf? Guck mal, wenn du so lange brauchst, um es überhaupt zu wissen. Ja. Ist sie scharf? Oh, geht. Alles passt. Gut, ist alles gut. Geht's dir wirklich gut? Ja, klar, natürlich. Warum? Brauchst du eine Frage? Ich hab Angst. Guck mal. Bist du schnell? Okay, ja. In was? In allem. Wie im Kommen. Geh zum Herrn. Wirklich scharf, ne? Nein, ich spiele nur. Das ist Acting, Julia. Method Acting ist das. Ja, auch die Tränen, das ist alles Method Acting. Und ja, der Mund, der immer röter wird, ich nehme also, weil es so brennt einfach. Ich nehme meine Rolle ernst. Und die pochende Zunge. Okay, Mann, ich hab Angst, ey. Scheiße, okay. Boah, das kommt echt spät, ne? Ich hab Angst. Oh, oh. Ich hab wirklich Angst.
Warte ab. Boah, das ist eine ganz, ganz andere Schärfe als diese andere. Das ist andere ganz andere Soße. Schärfe. Was ist denn das auf einmal? Hallo, das kann doch nicht... Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Von 10 auf 12, das sind 2 Stufen. Das ist einfach ein Jahrhunderter Unterschied. Mach, dass deine Zunge da drin ist. Ich hab grad mal geguckt, das sind nur 200.000 Scoville. Das sind nur 200.000 Scoville? Die war immer noch schlimmer. Und die hat nur 100.000. Ich versteh's nicht. Willst du mir doch eine Frage stellen? Ja, ich hatte schon mal 1 Million Scoville auf meiner Zunge. Dann hatte ich eine Verbrennung eine Woche lang. Aber das hat mir wirklich gar nichts ausgemacht. Ist überhaupt nicht scharf. Welche Marotte von mir findest du am lustigsten oder am irritierendsten? Wie? Hat der eine Marotte? Ich bestehe aus Marotten, hallo? Ja, aber eine, die halt so doll raussticht. Welche? Boah, ja, nee, das finde ich weder lustig noch irritierend. Das finde ich einfach übertrieben nervig. Das ist aber schon erregend auch. Nein. Geht's gar nicht gut, ne? Ich glaube, irgendwie kann ich nicht mehr mit dem reden. Das also kommt so immer, schlimm finde ich es jetzt nicht mehr. Ich habe mehr genommen davon. Easy. Also du furzt ganz schön oft und rülpst, aber ich das ist auch nicht mehr so irritierend. Oh, boah, mir war gerade schwindelig. Ehrlich jetzt? Es kann doch nicht sein, dass ich das jetzt besser vertrage als du. Grüne Habanero-Chili-Soße. Oh, die grünen Habaneros, oh, die esse ich doch zu Frühstück. Und? Esst du das mal? Warum? Was steht da? Dan! Ich mach ein bisschen. Ja. Ist das besser für mich? Ein bisschen mehr machen. Du vertraust einem Dan, ne? Wie viel hat denn das? 7.000 bis 8.000. 7.000 bis 8.000? Guckst du dir Chip-Videos von uns beiden manchmal ernsthaft an? Was? Guckst du dir die Chip-Videos von uns beiden manchmal ernsthaft an? Du hast viel zu lange gebraucht, das ist ein Jahr. Das ist okay, ist okay. Ich versuche gerade das zu begründen. Oh, die sind ja, manchmal so putzig. Also ich denke dann nicht, oh mein Gott, wow. Sondern ich denke dann auch süß. Hab den gern. Ich wurde gern zoned, aber das habe ich auch. Ja, wir gern und zonen uns doch beide, ist doch ja, super. Ja, das stimmt. Wer hat in unserer, in Anführungszeichen, Beziehung die Hosen an? Also ganz safe, Julia. Safe. Ja? Ja, 100 pro. Wow! Aber was hast du denn gedacht? Alleine weiß ich nicht. Hätte ich gesagt, ich, dann wäre ich ja jetzt tot. Ja. Ja. Boah, schwarze Witwe, wenn das schon so heiß. Die geben sich gar nicht mehr Mühe. Weißt du warum? Nee. Weil die haben das Design, haben selber probiert, weil ich dachte, wonach schmeckt das? Nicht gestorben. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist dieses Logo. Die will ich auch wieder haben. Ja. Aber erst esst ihr. Du grinst schon wieder so. Ganz ehrlich, ich guck einfach hier drauf. Oh! Anni nickt schon so grinsend. Jetzt habe ich Angst. Wie viel? 229.000 Scoville. Welche hatte noch 200.000? Die da, ne? Boah, das ist auch viel. Machen wir gleichzeitig? Mein Ohr tut gerade weh. Aber wir gehen einfach wirklich mit einem ernsthaften Handicap hier raus nachher. Ich glaube, wir können gleich scharf essen, ne? Hab ich das Gefühl, oder? Also ich meine, du hast Ohrenschmerzen und Atemprobleme. Mir geht's eigentlich noch ganz gut. Boah, nee! Nee, die schmeckt nach Scheiße. Boah, die schmeckt aber richtig eklig, ne? Die schmeckt richtig eklig. Aber die ist gar nicht so scharf. Doch, die ist todesscharf. Willst du mich verarschen? Ja, ich verarsche dich gerade. Ich guck nur gerade, wie lange ich das aushalte. Ja, aber das funktioniert nicht, mich zu verarschen, wenn du mir dann sagst, verarsch mich. Das ist nicht gar nicht scharf. Oh mein Gott, Alter. Die schmeckt aber nicht mal lecker. Die schmeckt einfach scheiße. Boah, meine Lippen brennen so, Alter. Ey, wenn Marius dieses Video sieht, der will meinen Tisch nicht mehr haben. Oh mein Gott! Oh. Julia, was? Was? Mann! Das ist die Peinlichste. Ich denke, dass ich hier so versehentlich an die falsche Person geschickt habe. Ich habe meinen Screenshot von dem Chat an die gleiche Person wieder zurückgeschickt und meinte dann so, guck mal, hahaha. Weil das irgend so ein Mädel war, die sich bei mir gemeldet hat. Und dann habe ich so, weißt du? Und dann war es mir peinlich und dann meinte ich so, oh, mein Handy macht das manchmal. Obwohl es ja totaler Quatsch ist und das gar nicht geht. Boah, mir... Ich kann auch nicht mehr. Was hat dich am Mann im Mond drehen mit mir am meisten überrascht? Dass du eine Frau bist. Es kam gerade so viel Schnodder aus meiner Nase. Echt? Ey, meine Nase so, so läuft. Ich kann auch keine Hafermilch mehr. Es tut wirklich so weh. Hafermilch bringt gar nichts. Boah, scheiße, ich muss kotzen, glaube ich. Es kommt doch eine! Ja, ich muss kurz laufen. Ich muss kurz gehen. Oh, meine Waden tun immer noch so weh, ne? Ich habe nur Gott, Schmerzen. Alter. Ich habe auch so Schmerzen. Ich will nie wieder aufs Klo gehen, wirklich. Rotes Licht hilft, rotes Licht hilft. Jetzt geht's wieder. Warum sollte rotes Licht denn helfen? Ich hatte das im Gefühl gehabt, dass ich rotes Licht brauche gerade. Die schwarze Witwe hat uns gestochen gerade. Die hat gesagt, euch will ich jetzt, euch kleinen fucking Influencer, ihr dreckigen. Die heißt einfach Mad Dog. Die ist made with 6 million Scoville Pepper Extract. Das Ding ist, ich kann nicht mehr. Ich habe Schmerzen überall und ich möchte das eigentlich gar nicht. Aber das ist halt die letzte Runde. Das war wirklich eklig, doch. Das war wirklich so eklig. Ich hatte hier oben rechts so Schmerzen.
ganze Zeit so. Ich bin auch betäubt gerade. Ich hatte auch wirklich das Gefühl so, ich muss kotzen, ich muss erbrechen wirklich. Ja. Ich hatte Schwindelgefühle so. Wir haben unser Chicken, also Fake Chicken, schon gut eingetrunken. Wir haben das halt wirklich dolle reingedippt. Ne? Also es fühlt sich wirklich, hat sich so angefühlt, das hat die schwarze Witwe uns in den Mund gestochen. Siehst du das? Ja. Wollen wir die letzte Runde einfach skippen? Wir könnten so machen, dass vielleicht jemand anderes von euch das isst. So. Thomas, kannst du scharf essen? Nee, ganz ehrlich, Thomas stirbt. Das hier ist doppelt so scharf wie das hier, wie ja, die schwarze Witwe. Das ist made with 6 Millionen Scoville und jetzt hat es 600.000 oder was stand da? Das ist so, wie als würde eine Witwe dir hier reinbeißen und die andere Witwe in deine Scheide. Und die dritte Witwe? Das ist ja doppelt so stark, zwei. Ja, nee, Arschloch, dreifach. Werd ich albern, die hat 200.000. Oh, das ist dreifach. Das ist dreifach so scharf, das ist ja das Ding. Guck mal, wir müssen jetzt echt aufpassen, ne? Warte, 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 nicht, nein, nein, nein. Julia, ich muss dich jetzt beschützen. Nein, stopp, ja. Ja. Hä, das ist nichts? Ehrlich jetzt? So wenig? Nee, ich trau mich halt ehrlich nicht mehr, ne? Oh. Fuck, schon wieder übertrieben. Warum bin ich so? Ja, okay. Und du? Ich habe hier was reingetan. Ja, aber das ist da unten. Du das ganze Ding jetzt hier. Ach, ehrlich? Ja, ja, aber du messst ja gar nicht. Natürlich. Niemals. Hey, du. Aber das ist doch die Soße, die Sean auch manchmal einfach hier so wegsnackt. Niemals. Doch klar, Mad Dog. Mein Bruder ist derjenige, der am schärfsten essen kann. Der chillt damit im Bett. Die schmeckt auch noch scheiße. Also die schmecken einfach nicht mehr ab einem bestimmten Punkt. Du? Kurz aussteigen hier. Oh, Nachbar. Okay, wir haben zu wenig drauf getan, oder? Kommt das noch? Oh, es kommt. Nee. Du hast ja auch gar nichts drauf gemacht. Okay, ich mach mehr drauf. Schmeckt doch auch noch scheiße. Die schmecken echt alle nicht so gut. Was hat dein Bruder für ein Problem? Ich bin sein Problem. Die ist nicht so scharf. Mhm. Doch, jetzt habe ich ein bisschen mehr drauf getan. Jetzt kommt's. Mhm, findest du es so schlimm? Doch. Mhm. Doch, jetzt geht's los. Nein, ich jetzt geht die Reise los und let's go, Freunde! Oh. Guck im Rachen weh. Oh, die ist ganz anders, weißt du? Die tut hinten weh. Ja, genau. Ha. Die kommt, wenn wir pennen gehen später. Ey, dann du. Jetzt kommt's, ne? Ey, aber so, hier die hinten. Kommt richtig langsam. Aber da. Oh. Die ist überall, die verteilt sich überall. Oh nein, die ist ganz hinten. Wie ein Schatten. Hier. Jetzt geht's los. Schnitt mir gleich die Kehle ab. Boah, Mann! Vielleicht drehe ich nie wieder mit dir, aber okay, ich rede gar nicht so gern mit dir. Das tut so weh jetzt, jetzt tut weh. Denkst du, ich bin Husband-Wife-Material? Ja. Ausführlich habe ich. Ja. Warum? Welche? Wenn du nett bist. Wie nett? Caring. Caring? Ja. Ja, das reicht auch, oder? Ich bin ein guter Ehemann. Welchen YouTuber oder den du persönlich kennst, findest du am attraktivsten? Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie das Gefühl ist, aber ich habe das Gefühl, ich habe Mandelsteine. Weißt du, so Steine in meinen Mandeln drin? Ich will die so rausdrücken. Ich habe das Gefühl, ich wach gerade aus einem Koma auf mit einer Mandelentzündung. Okay, wer ist es? Tuttle. Ja. Nein. Ich dachte wirklich, du furzt jetzt. Dann würde ich mich zu dir drehen. Ja, Oh mein Gott, ich brauche rotes Licht, ich brauche rotes Licht. Leute. Mann, die Sonne tut gut. Es war wirklich schön. Ey, ich habe so das Gefühl, meine Zunge ist auf das Doppelte angeschwollen. Meinst du, das hilft? Das hilft schon ein bisschen. Mach die Augen zu. Nein, das bringt gar nichts. Doch, ich finde, das bringt was. Das Einzige, was passiert, ist, dass es einem irgendwie noch schlechter geht, wenn man so viel Licht in der Fresse hat. Aber dann muss man sich auf andere Unangenehmlichkeiten... Lasst jetzt einfach ein Like da, wenn ihr so etwas von Julia noch mal sehen wollt. Nein. Mit jemandem anderen. Nee, ich mach das nie wieder. Ich mach's auch nie wieder, aber wenn das Video gut ankommt, muss Julia das ja noch mal machen. Vielleicht nicht mit den schärfsten Soßen, die dann vielleicht sonst dann mit den allerschärfsten Soßen. Ich darf nicht so oft das Wort scharf sagen. Warum mache ich das eigentlich? Ich bin viel zu alt für solche Videos einfach. Guck bei Ju vorbei. Scheiß drauf. Ah, mein Arm, mein Auto weh. Ich muss morgen direkt zum HNO, mein Ohr ist gestoppt. Hab euch lieb, Leute. Tschüss.